Hier kann alles weg, was nicht blau hinterlegt ist, also gewöhnlich ist. Hier kann auch ein Dürrgang-Kupferhalsband weg. Eine Fackel können wir auch wegtun. Wolfspelze, Bärenfelle und eine Bärenklaue, die können weg. So. Das ist echt eine geile Armbrust. Schurke, Waldläufer oder Medium kann ich diese Armbrust binden. Okay, steht das. Ach, Schurke, Waldläufer, Medium, okay. So. Toll, wir haben schon den Ring der Zauberei. Aber für Dorenz hätten wir einen Ring. Macht der überhaupt was? Ja, der würde was machen. Also kriegt er den. Was habe ich eigentlich gerade? Entschlossenheit. Habe ich was, was Entschlossenheit macht? Ja, ich habe hier einen Ring, der Entschlossenheit plus 2 macht. Ja. Das heißt, ich könnte eigentlich das Teil ablegen. Das Teil anlegen. Jetzt sollte ich auch mal eine Weile die Rüstung benutzen. Ah, dann gib mir mal meine gute Armbrust zurück. Okay. Ich sehe sehr interessant aus. Ja. Okay. I'm here. Wir sind Zeug losgeworden, bevor es wieder böse Ausmaße annimmt. Wir haben Zeug gekauft. I'd be glad to. So, hier oben ist. Mila, where have you got to this time? Mila, wo bist du dieses Mal hin? Rosie. Oder Royce. Diese Frau sieht dich an, als wäre sie gewohnt, schlechte Kunde zu empfangen. Sie schüttelt den Kopf und hält ab, während die Hände hoch, ehe sie überhaupt zu, ehe du überhaupt sprechen kannst. Du kannst Hammond sagen, dass ich Mila den ganzen Tag nicht gesehen habe. Außerdem soll er besser auf seinen Laden aufpassen, wenn er nicht will, dass Kinder sich umsehen. Sie verschränkt die Arme und stellt sich breitbeinig hin. Worum geht es überhaupt? Sie blinzelt und pl ist plötzlich beschämt. Ach, du hast die Batterie geöffnet, oder? Weißt du, es ist eigentlich nicht deine Sorge. Sie zögert, ehe sie fort wird. Es geht um meine Tochter Mila. Sie gerät immer wieder in Schwierigkeiten, weil sie in Hammonds Warenhaus herumstöbert. Sie rollt ihre Augen, beißt sich aber kurz darauf nervös auf die Unterlippe. Aber du bist nicht deswegen hier, oder? Du weißt nicht, wo dein eigenes Kind ist? Sie schreckt zurück, als hättest du sie geschlagen. Das habe ich nicht gesagt. Sie kann dir nicht in die Augen sehen. Ihr Blick huscht zum Boden, ihre Wangen röten sich. Aber es ist schwer, sie im Auge zu behalten, wo hier in letzter Zeit doch so viel los ist. Hast du eine Ahnung, wo Mila sein könnte? Schwer, sie im Auge zu behalten? Was für eine Mutter verliert ihr eigenes Kind? Gräme dich nicht. Sie wird gewiss wieder auftauchen. Soll ich dir helfen, sie zu suchen? Ja, ich glaube, ich hatte beim ersten Mal recht. Du weißt nicht, wo dein Kind ist. Soll ich dir helfen, sie zu suchen? Sie ist schon seit einer Weile fort. Das ist nichts Neues. Sie kaut nachdenklich auf ihren Lippen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, dass sie vielleicht in Schwierigkeiten steckt. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du die Augen nach ihr offen halten könntest, während du in der Stadt bist. Ich gehe nach ihr sehen. Oh, danke.
Es sind also beschäftigt, seit die Minen und die Essen wieder geöffnet sind. Es ist sehr gütig von dir zu helfen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Brauchst du was? Wo hält sich Mila denn gerne auf? Sie treibt sich oft in Hammonds Warenhaus herum. Sie zuckt mir die Schultern. Sie hat ein kleines Problem damit, Dinge nur anzusehen, anstatt sie anzufassen. Hammond liegt mir seit Tagen in den Ohren, dass ich sie fernhalten soll. Vielleicht weiß ihr Vater, wohin sie verschwunden ist. Bitte beruhige ihn nicht. Er hat schon genug Schwierigkeiten mit seiner Arbeit. Sie lächelt schwach. Wir sind dir alle sehr dankbar, dass du die Batterie wieder geöffnet hast. Leute wie mein Lüttger verdienen gutes Geld damit, die ganzen Schäden zu reparieren. Bitte lenke ihn nicht mit Gedanken über Mila ab. Er ist Milas Vater. Wenn sie in Schwierigkeiten steckt, darf man das nicht vor ihm verheimlichen. Und ich bin ihre Mutter, sie holt so verärgerte Stirn. Ich weiß, dass du nur helfen willst, aber ich halte es wirklich für besser, Lüttger nicht von der Arbeit abzulenken. Weggehen. Wilde Mila. Rosie findet ihre Tochter Mila nicht. Mila gerät neuerdings immer wieder in Schwierigkeiten ins Torwart. Ihre Mutter Rosie oder Reus hat sie nicht gesehen, hat aber erwähnt, dass sie den neuen Kaufmann Hammond geärgert hat. Rose hat mir gesagt, dass ihr Gemahl Lüttger in Dürgers Batterie stationiert ist. Sie hat mich gebeten, ihm gegenüber nichts von Milas Verschwinden zu erwähnen. Nachher finde ich sie noch bei ihrem Vater in der Batterie. Aber gut, reden wir erstmal mit ihm hier. Ob er das Mädchen heute schon gesehen hat. I'm here. Also hier sehe ich sie nirgends. Wie kann ich dienen? Hammond lächelt dich mit dem breiten glänzenden Lächeln eines geborenen Verkäufers an. Es gibt ein kleines Mädchen, Mila, das häufiger herkommt. Wie ich höre, hat sie die Ärger gemacht. Sie ist außer Kontrolle, wobei man ihr eigentlich kaum einen Vorwurf machen kann. So wie ihre eigene Mutter sie ständig anschreit. Er lehnt sich über den Tresen und flüstert die verschwörerisch zu. Ich meine, wo guckt sich dieses kleine Gürtel dieses Verhalten wohl ab? Er neigt den Kopf zur Seite. Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass jemand ihr mal tüchtig die Leviten gelesen hat. Diese wilde Frau, die bei den Hütten südlich von hier herumlungert. Aska, so heißt sie. Ich weiß nicht, worum es ging, aber das Mädchen hat große Augen gemacht. Er beschreibt mit seinen Händen Kreise so groß wie Gänseeier. Aber irgendjemand muss es wohl tun. Ich habe der Mutter des Mädchens gesagt, dass ich mit Bürgermeister Taffer spreche, wenn ich sie noch einmal beim Stehen erwische. Offenbar hat es gewirkt. Er zuckt mit den Schultern. Dann leben sie wohl. Okay, jetzt muss ich mit Dings reden, mit Aska. Hammond hat Mila nicht gesehen. Er hat aber gesehen, wie Aska sie kürzlich getadelt hat. Aska findet man meistens bei der Jote südlich von Hammonds Laden. Mann, Mann, Mann. Gut. Also zu Aska nach da unten. Hallo, Aska. Suchst du Arbeit? Bei uns gibt es im Moment einiges zu tun. Du hast Reus' Tochter angeschifft, heißt es. Aska neigt den Kopf zur Seite und deckt einen blauen Blick. Ach, dann beginnt sie zu lachen. Weißt du, was das getan hat? Hat ein ganzes Hütchen aus der Gräfenrast gestohlen. Oh. Ich habe ihr gesagt, ich will sie nie wieder beim Stehen erwischen, aber ich musste mir Mühe geben, nicht zu lachen. Lustiges Mädchen, sie wischt sich eine Träne aus dem Auge. Aber es ist sicher nicht leicht für sie, weißt du? Ihr Vater arbeitet in der Batterie und wenn er noch einmal unentschuldigt fehlt, wird er gefeuert. Wieder mal. Scheiße, Lüttger hat nur deswegen noch Arbeit, weil Wengra unter dem ganzen Ruß ein weiches Herz hat. Aber Mila ist neulich in der Batterie aufgetaucht und hätte ihm fast seine Stellung gekostet. Seitdem ist sie immer wieder allein unterwegs, wobei sie häufig im Tempel ist, fällt mir gerade ein. Mit den Ogern ist es zwar etwas ruhiger geworden, aber es gibt jede Menge neuen Ärger oder Arbeit, was jemand Interesse hätte. Nur so nebenbei.
Okay, das heißt, ich muss zum Tempel als nächstes. Asuka hat gesagt, dass Mina offenbar kaum beaufsichtigt wird. Ihr Vater Lötka arbeitet in Dürgas Batterie und verliert regelmäßig seine Arbeit. Mina ist kürzlich in Schwierigkeiten geraten, weil sie ihn besucht hat. Seitdem treibt sie sich beim Dorftempel herum. Okay. Hallo Nestor. Dörfler, die fischen. Dörfler, die fischen. Noch mehr Dörfler. Bei der Göttin ist das Frost. Ich bringe mir schnell hinter. Sie würde ja auch in die Fischerei gehen, aber der Gestank. Bäh. Und ich bereue es, dass ich im Gasthaus den Fischer in den Topf hatte. Einer der Fischer hat gesagt, sie hätten einmal eine Leiche in einem Fass gefunden. Den Unterlagen der Stadt zufolge exportiert die Fischerei zurzeit kaum etwas. Warum wird sie nicht einfach geschlossen? Sie bindet nur unnötige Ressourcen, die in der meisten Ess- und in den Minen besser genutzt werden können. Die Schließung der Fischerei könnte helfen, die Investoren zu überzeugen, dass Dorwart es wirklich ernst meint, seinen Wohlstand zu behalten und auszubauen. Die Fischerei hilft Dorwart dabei, autark zu leben. Weniger Kosten für den Kauf von Lebensmitteln von außerhalb. Die Fischerei geöffnet zu halten, wird den guten Willen gegenüber zukünftigen Gesandten aus Trutzbucht fordern und auch die Bereitschaft zur Kooperation. Du hast recht, schweigen. Diese Entscheidung überlasse ich dir. Nehmen wir das Offensichtliche oder das Diplomatische? Nehmen wir mal das Diplomatische. Ja, viele der Einheimischen hier wirken auf mich recht stur. Ich denke, wir können die Fischerei als Zugeständnis der Investoren geöffnet lassen, wenn dadurch eine freundschaftliche Beziehung sichergestellt wird. Ich hätte gerne mit dem Oberfischer gesprochen, aber offenbar wurde er aus der Stadt verjagt. Für gewöhnlich wäre das für die Investoren ein großer Grund zur Sorge, aber die Fischerei scheint in seiner Abwesenheit aufzublühen. Nun denn. Als nächstes gehe ich zu den Minen von Stormwood. Meine Mandanten sind besorgt, was die Sicherheit dort angeht. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Hast du schon überlegt, dich hier einmal niederzulassen? Toffer ist kein irgendein Bürgermeister, aber ich fand es besser, als Renningen noch das Sagen hatte. Ja, weil die noch Rückgrat hatte. Und Schneid. So, hier I'm drin here. haben wir Certainly. Wachen, okay. Und Fischereiarbeiter, noch mehr Fischereiarbeiter und den Arbeiter. Oh, du bist es, stimmt wirklich, du hast die weiße Esse gesehen? Ja, das habe ich. Verflucht, ich kann es kaum glauben, das muss unglaublich gewesen sein. Stell dir doch vor, Stormer fertig, Batteriestart, das ändert alles. Okay. Yes. Also auch nichts Neues hier. So, das heißt, I'd wir be müssen glad to. als nächstes wieder zur Mine, aber auch in den Abidon-Tempel. Oh, ist da es wieder da? Oder war sie nie weg? This is going to be fantastic. Just wait till they hear about this back home. Nein, sie ist noch nicht weggegangen. Ach, ey, hat sich hier was geändert, ey. I'm here. Engrim und Maska. Oh, come on, stupid sword. Milas Zeichnung. Auf diesem leicht angesenkten Stück Papier findet sich eine Kohlzeichnung. Ich habe eine von Milas Zeichnungen im Tempel gefunden. Sie zeigt Kinder, die in der Nähe einer Höhle spielen. Ich sollte jemanden fragen, der Mila gut kennt, ob er weiß, wo sich dieser Ort befinden könnte. Engel nickt dir zu und lächelt, als er dich erkennt. Ah, die Erzählung der weißen Esse. Wir te stehen tief in deiner Schuld. Du hast hier Fleiß und Glaube wiederhergestellt.
Wir kommen im Abidon-Tempel. Angeblich kommt Roses Tochter Mila manchmal her. Er lächelt freundlich. Meistens sitzt sie nur dort am Feuer und zeichnet mit Kohlenstückchen. Das arme Ding ist einsam. Die einzigen anderen Kinder der Stadt sind ein paar Jahre älter und die anderen, die in ihrem Alter gewesen wären, waren alles Hohlgeburten. Er schüttelt den Kopf. Was tust du hier? Ich führe diesen Tempel und leite die Akolyten in spirituellen und weltlichen Dingen an. Er deutet auf die Ess und die Ambosse. Die Anhänger anderer Götter beten oder meditieren. Wir Abidonier ehren unseren Gott durch den Akt des Schmiedens. Unsere Stirn stehen immer offen, unsere Feuer brennen immer. Wie kann ich dir helfen? Früher war das hier ein anderer Tempel. Neigt den Kopf zur Seite. Früher, als das hier noch ein vergessenes Städtchen war, das im Sterben lag.